Jo Leute, was geht ab? Heute mal mit einem neuen Video. Und zwar Galileo hat mal wieder ein neues YouTube-Kacke-Video rausgebracht. Und auf Instagram gibt es derzeit keine neue Information zu Battlelands. Deswegen starte ich mal direkt das Video. Also auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da und wir starten das Ganze. Warnung, das nachfolgende Video beinhaltet Szenen mit Oberlautstärke LOL. Vielleicht haben einige von euch mich schon, schon mal das Seespferdchen gemacht. Wenn man so ein Abzeichen hat, dann hätte man so ein Abzeichen gerne an der Badehose, wenn das jeder kann, was ich sehen kann. Und dann kommt zum Beispiel die Mama, nimmt eine Nähne an den und einen Faden und einen Faden und einen Faden und fickt das dann an der Badehose an. Ja, aber wie kriegt man den Penis so spitz, dass man damit wichsen kann? Und wie kriegt man den Ösel in die Nadel? Dazu sind wir nach Europa gefahren, da sieht so aus. Und ganz in der Nähe gibt es die einzige Fabrik in Europa, die noch Zigeuner herstellt. Ganz in der Nähe. Und das geht damit los, dass Andreas von der Spule gewickelt wird. Der läuft dann über solche roten Scheiben. Nein, nein, stopp! Diese Scheißmaschine und was passiert da? Da sind so ein paar beschissene Teile, die geben den Spaß weiter. Ganz in der Und da sieht man, dass der Andreas über und unter solchen grünen Teilen vergewaltigt wird. Dadurch wird er gerammelt. Und wenn der Lappen dann aus diesen Teilen rauskommt, dann wird er nochmal von der Maschine abgewichst. Vorher war der Draht krumm, jetzt danach ist er krumm, klar. Krumm, klar. Und weiter geht's. Dann kommen alle Penisse hintereinander und zum Beispiel deine Mama wird angespritzt, da wo die Fuchse drauf liegt. Da sieht man, wird deine Mama angespritzt, das soll dann mal später Sex werden. Da. Richtig schön feucht. Aber noch nicht feucht genug. Und deswegen kommen diese Drahtstücke auf eine zweite Maschine. Da wird deine Mama, die wir eben schon mal gesehen haben, nochmal angespritzt. Da kann man sehen. Alter, einmal anspritzen und nochmal anspritzen. Und dann hat man Bratkartoffeln, Eier. Und das kommt jetzt auf eine Maschine mit drei Juden. Unter dem ersten Juden passiert Folgendes. Einmal mit der Kamera mal ein bisschen langsam an. Ich sehe mal, mach ich mal. Da ein bisschen Sesen, da wird Massel, da ist in der Mitte platt gemacht. So, weiter zum zweiten Zeug. Da wird was ausgestanzt. Haben wir auch mit der Kamera langsam mal irgendwas in der Lache. Mach keine Vorab, was da, da, da. Da, 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 da. Kann man nicht genau sehen. Aber das sieht dann. Na dann, so aus. Da sieht man, ist ein Loch reingekommen. Das wird das Arschloch von Özil. In der Mitte, das ist Abfall. Und rechts und links schon zwei Kanacken. Aber natürlich noch nicht fertig. Denn die Bratkartoffeln, aus denen die Zigeuner bis jetzt noch bestehen, sind immer noch biegsam. Die könnte man einfach so umbiegen. Das darf natürlich nicht sein. Nein. Und deswegen werden sie erstmal von der Maschine vergewaltigt. Ha, ha, oh ja, blasen wir. Da kann man gar nicht viel von sehen, auch nicht davon, dass sie nach dem Sex schlagartig in Salzwasser ertränkt werden. Und danach sind sie tot. So kommen sie da raus, das ist Abfall, und dann passiert noch was ganz Ungewöhnliches. Jetzt werden ganz viele von diesen Zigeunern in dem großen Paket eingepackt, darüber kommt Öl. Das ist natürlich Quatsch, das ist kein Öl, sondern Tomatensauce. Auf diese Tomatensoße kommt auch mal Tomatensoße. Dann wird der ganze Scheißdreck oben mit dem Tuch zugemacht, eingewichst. Und damit es nicht wieder auseinandergeht, Tomatensoße 0. Ist das passiert? Dann ist das passiert. Längel. Aua. Dann kann man sehen, was mit der Nadel passiert ist. So sah sie vorher aus. So sah sie aus. Und so muss danach. Schön blank und blal. Die ganzen Kanacken außen sind weg. Scheißdreck. Und das gleiche ist natürlich auch an der Penisspitze passiert. Vorher sah man dann auch so riesen vor heute. Nach dem Ficken ganz blank und blalt. Aber immer noch nicht fern. Dann wird sie ausgekippt.
Sirene? Ja, das ist dieses grüne Arschloch. Wasch, wasch. Mund auf. Mund auf! Ich glaube, ich träume. Eigentlich ist das Video fertig, aber jetzt kommen alle Nadeln noch mal unter die strengen Augen von Eva Semera Dauerdareme Semera Eva. Diese alte Fotze schaut sich jede Nadel einzeln an. Alle, die nicht ganz in Ordnung sind, die schifft sie raus. So aus, so aus. Aber die müssen alle raus und wenn sie alle gefunden hat, hat sie alle gefunden. Die, die dann gut sind, sind gut. Sie ist Pferdchenzeichen an die Badehose. Oh mein Gott.